A2.3. Zeigen Sie durch Rechnung, dass sich die Länge der Seiten a in c in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte a n wie folgt darstellen lässt. Die Länge der Strecke a in c in Abhängigkeit von x ist gleich minus 1/2 x² plus f Drittel x minus 1. Bei solchen Aufgaben ist es erstmal wichtig zu schauen, wo liegt eigentlich diese Strecke a in c. Und das sehen wir in unserer Zeichnung, die Strecke ist hier zu finden. Üblicherweise sucht man hier jetzt oder überprüft, ob diese Strecken parallel zu einer Achse liegen. Weil wenn das der Fall ist, dann lässt sich die Aufgabe sehr leicht und sehr schnell lösen. Wenn es nicht der Fall wäre, müsste man ein bisschen umständlicher arbeiten. Hier sehen wir allerdings sofort, da die Punkte A und C ja die gleiche x-Koordinate haben, dass diese Strecke parallel zur y-Achse liegt. Und deswegen lässt sich ANC NC einfach ausrechnen, indem wir sagen, wir nehmen die y-Koordinate vom oberen Punkt minus die y-Koordinate vom unteren Punkt. Als y vom oberen Punkt, oben liegt CN, minus die y-Koordinate vom unteren Punkt, das ist der Punkt AN. So, läge es parallel zur x-Achse, wird man im Prinzip so vorgehen, dass man sagt, x-Koordinate vom rechten Punkt minus x-Koordinate vom linken Punkt. Also das geht funktioniert sehr einfach, wenn diese Strecken parallel zu einer Achse liegen. So, und jetzt müssen wir noch die y-Koordinaten rausfinden. Das Schöne ist aber, die haben wir alle schon im Text stehen. Wir brauchen erst der CN finden wir hier in Aufgabe, was war es, 2.2 steht da drin. Ja, da steht drin, CN ist gleich x und 2 Drittel x plus 0,5, also schreiben wir jetzt den y-Koordinate vom CN einfach hin. 2 Drittel mal x plus 0,5 minus, und jetzt Achtung, eine große Klammer, weil das komplette AN hier abgezogen werden muss, und da schreiben wir jetzt den Teil rein, also die y-Koordinate vom AN. 1/2 mal Klammer auf, x minus 3 in Klammern zum Quadrat minus 3, Klammer zu. Und jetzt ist es Aufgabe, diesen Term so umzuformen, dass wir dann am Schluss dieses Ergebnis rausbekommen. Jetzt müssen wir einfach Schritt für Schritt vorgehen. Alles, was wir umrechnen können, formen wir um und den Rest lassen wir einfach erstmal stehen. 2 Drittel x plus 0,5, mit dem können wir noch gar nichts anfangen. Schreiben einfach ab. 2 Drittel x plus 0,5. Das Minus lasse ich jetzt auch mal noch stehen. Das 1/2 auch, weil hier haben wir eine binomische Formel drin, x minus 3 in Klammern zum Quadrat. Das heißt immer, Potenzen sollen zuerst ausgerechnet werden. Binomische Formeln stehen üblicherweise in der Formelsammlung drin, kann man da nachschlagen. Wer es auswendig weiß, funktioniert wie folgt. Man nimmt den ersten Summanden zum Quadrat als x Quadrat. Dann ist es hier die zweite binomische Formel, deswegen bleibt das Minus hier drin. Und jetzt 2 mal erster mal zweiter, also 2 mal x mal 3. 2 mal 3 sind 6 und dann noch das x dazu. Und dann noch den zweiten zum Quadrat plus 9. Klammer zu und hinten dran die minus 3 schreibe ich wieder ab. Nächster Schritt, ich lasse den vorderen Teil wieder einfach stehen. Mit dem mache ich immer noch nichts. So, weil ich möchte erst nochmal in der Klammer vereinfachen. Und zwar jetzt 1/2 mal diese Klammer hier. Ja, 1/2 mal ist es gleich. Ja, Brüche stehen lassen wäre jetzt sinnvoller, weil auch im Ergebnis Brüche drin stehen. Also lasse ich den Bruch 1/2 stehen. Dann habe ich jetzt 1/2 mal x². 1/2 mal minus 6x sind minus 3x. Und 1/2 mal plus 9 sind plus 4,5 oder 9/2. Ja, bei Zahlen ohne x spielt es keine Rolle, weil da hinten dran ja nur minus 1 steht. Und dann haben wir hier jetzt noch ein minus 3 stehen. So, nächster Schritt, wieder abschreiben. Ich mache es hier ganz ausführlich, falls jemand manche Schritte schon zusammenfassen will oder gleichzeitig machen will, geht natürlich auch. So, hier schreibe ich alles nochmal ab, minus 3x, weil jetzt heißt es Terme zusammenfassen, gleichartige, x² kann ich nichts zusammenfassen, minus 3x kann ich auch noch nichts zusammenfassen, 4,5 minus 3, das kann ich schon rechnen, ist plus 1,5. So, nächster Schritt, wieder stehen lassen, weil jetzt löse ich die Minusklammer auf. Minusklammer heißt, ich drehe alle Vorzeichen der Summanden in der Klammer um und das Minus selbst vorne dran verschwindet. Ja, also
den Teil hier ignoriere ich und ich schaffe nur mit diesen Summanden innerhalb der Klammer. Plus 1/2 x wird also zu minus 1/2 x. X Quadrat natürlich. Dann minus 3x wird zu plus 3x. Und plus 1,5 wird zu minus 1,5. So, jetzt habe ich tatsächlich nur noch einen Schritt übrig. Den könnte ich jetzt auch von oben abschreiben, weil jetzt kommt eigentlich das, was oben steht. Sortieren und nochmal zusammenfassen. Zuerst x Quadrat, also minus 1/2 x, haben wir oben auch stehen. Wunderbar, den haben wir schon gefunden. Dann 2/3 x haben wir hier vorne, 2/3 x und hier hinten haben wir nochmal plus 3x. Ja, 2/3 x plus 3x, 3x kann man ja auch umwandeln zu 9/3 x und 9/3 plus 2/3 sind 11/3. Ja, also hier kommt ein bisschen Bruchrechnung ins Spiel, aber ist genau das, was oben auch dran steht. Ja, 3 Ganze ist es gleich wie 9/3, von so her geht es auch recht schnell. Und dann haben wir jetzt noch plus 0,5, minus 1,5. Ja, das ist die minus 1, die oben dran steht. Und dann sehen wir tatsächlich, das ist der gleiche Term. Und wir sind fertig.